Okay, hello, it's the Martian. Space Jam Jardins. I want this shit forever. Wake up and smell the garden. Fresher than the harvest. Hallo und herzlich willkommen zurück hier in Minecraft. Ach nein, nicht in Minecraft, natürlich nicht. In Fallout 4. So. Letztes Mal waren wir im Krankenhaus. Jetzt sind wir wieder in Sanctuary. Natürlich schon wieder alles weggebracht, was wir so dabei hatten. Es ist auch gerade wieder mal dunkel. Wir werden jetzt ein bisschen hier aufräumen. Weiter unsere Stadt verschönern. Die Mauer steht ja schon. Ich fange jetzt mit diesem Haus hier an und werden das mal ein bisschen aufräumen. So. Das ist noch gut, das Sofa, das auch. Das hier kann weg. Das ist ein guter Tisch. Der Stuhl ist auch noch gut, das auch. Das ist nicht so schön. Das Radio ist noch gut. Ah, die Küche hier, die brauchen wir nicht. Das werde ich hier lassen. Das sieht eigentlich auch noch recht gut aus. Die Toilette kann man sogar bewegen, aber die sieht nicht schön aus. Die kommt weg. Der Schrank sieht auch nicht schön aus. Oh, hier ist noch so ein Safe. Da weiß ich gar nicht, ob wir den aufgemacht haben. So, das Bett sieht natürlich auch nicht mehr so schick aus. So. Naja, hier die Mauer, die muss natürlich stehen bleiben. So, das erste Haus ist da auch mal aufgeräumt. Gehen wir gleich zum nächsten über. Haben wir hier so ein komischer Baumstumpf, der kommt weg. Hier, wir kommen einfach nicht durch. So, wir können natürlich auch ein bisschen Musik da nebenbei anmachen, ne? Das kann man eigentlich alles so lassen. Das sieht eigentlich auch relativ gut aus. Wir werden den mal hier wegräumen. Und das kann man leider nicht wegräumen. Das lassen, obwohl den nehmen wir auch noch weg, den lassen wir aber so. Das lassen wir auch so. Und diese Toilette muss weg. Komische kaputte Stühle müssen weg. Das kann man nicht wegräumen. Guck mal hier, ein Grill. Grill ist doch schick. Am Stellraum tun. Ich werde jetzt doch nochmal eben Musik anmachen, glaube ich. Ein bisschen Musik tut ganz gut. Habe ich sie dann schon wieder versteckt? Ich glaube, hier irgendwo. Ich brauche nochmal diese hier. Ich jetzt nicht mehr laufen kann. Whisper list is empty. So, den Mülleimer braucht man nicht. So, Kisten, Aktenschrank. Mal behalten. Das behalten wir auch. Oh, die Lampe behalten wir auch. Wir haben nur Heile. So, das kommt weg. Das sieht auch relativ gut aus. Die Kiste muss weg. Ah, jetzt ist das ganze Ding weg. Okay. Der Aktenschrank sah blöd aus. Das Haus ist auch an sich schon mal aufgeräumt. Wir müssen natürlich noch mal irgendwas so ein Lagerhaus machen. Ah, hier, zum Beispiel das hier. Das ist übrig geblieben. Würde ich gerne Tab einlagern. Warum auch immer die offen ist.
Ja, wenn wir so eine Art. Ah, hier haben wir sogar noch so ein Ding gebaut. Das sieht eigentlich echt gut aus, ja. Wenn wir so eine Art, ja, Durchgangszoll bauen. Zollhaus. Ein schickes Haus hin. War auch mal ein Tor. Der ganze Schrott, der hier drin ist, muss weg. Genau. Der Schuh sieht schön aus, den behalten wir. Eigentlich kann man die auch behalten. Die Heizung. Das kommt weg. Das bleibt. Eine komische alte kaputte Küche braucht auch kein Mensch. Also ein Skelett braucht auch kein Mensch. Was ist das? Toilettentür. Ja. Natürlich. Ein Fass. Ja, das Fass, das steht leicht im Weg, ne? Kann man auch nicht bewegen. Schon einige Möbel, wir brauchen gar nicht so viele herstellen. Nur Betten natürlich nicht genug. Die Badewanne. Ah, die sieht fast noch gut aus, ne? Das bleibt auch so. Und ist noch ein Safe, den habe ich auch gar nicht gesehen. Glaube ich, weiß ich nicht. Kinderbettchen weg. Das Radio runternehmen. Hier müssen wir jetzt den Fernseher runternehmen. So. Das Haus wäre auch soweit erstmal grundgereinigt. Gehen wir gleich mal zum nächsten. Das müssen wir auch noch mal woanders hinbauen. Ah, hier, das wäre als nächstes dran. Das ist ein schöner Schrank. Das da oben lassen wir mal. Sieht gar nicht mal so schlecht aus. Das kommt weg. Oh, hier ist ein Teppich. Kleiner. Dass die Textur nicht über diese anderen Textur liegt, ne? Das ist schon traurig. Schrank halten wir mal. Schreibtisch auch, die Toilette natürlich nicht und dieses Waschbecken auch nicht. Und die Badewanne. Das Ding ist halt, wo kann ich die denn mal hinstellen, dass sie gut aussieht? Da, da geht's eigentlich. Kommode. Ich kann aber irgendwie nicht. Ne, die ist jetzt weg. Na gut. So. Auch erstmal soweit gereinigt. Nächstes Haus.
versuche auch noch mal irgendwo einen schönen Garten anzulegen mit Gartenzäunen. Matte, nicht verschrotten. Kann man kaum sehen hier. Komischer Tisch mit Zigarrenkasten. Lassen wir mal so stehen, die Küche sieht ja fast noch gut aus. Ja, auch das könnte man mal so stehen lassen. Das kann auch weg. Guck mal, die Lampe kann man nicht bewegen. Das ist schon traurig. Kann man die anderen auch nicht bewegen? Dann muss ich die natürlich nochmal wegmachen. Das lassen wir auch mal, aber das ist gar nicht so schlecht. Auch wenn man sich bewegen kann. Ist auf jeden Fall sehr schick so. Ein Grill, Flamingos und Gartenstuhl. Er sagt, die Zäune, die lasse ich erstmal. Die Bäume sehen auch nicht schlecht aus. Ein paar Bäume kann man ja mal behalten. Und jetzt noch Hundehütte. Hier ist nochmal so ein Schrank. Das sieht ja ganz gut aus. Wegen den Bäumen gucken. Wegen den Zäunen gucken. Diese Laternen werde ich natürlich wegmachen, weil irgendwann gibt es natürlich richtige Laternen hier. Schaukel braucht keiner. Das kann man leider auch nicht wegmachen. Hier ist Klettergerüste. Ein bisschen traurig eigentlich. Wie gesagt, ich bin mir auch gar nicht sicher, ob der Mod noch funktioniert, dass man ja unendlich bauen kann, aber ich sehe da keine Veränderung da oben in der Leiste. Also denke ich mal, dass der noch aktiv ist. Und sonst muss ich mich, wenn wir immer mal ins Limit kommen, eher darum kümmern, dass der funktioniert, weil wenn, dann muss das hier schon ein richtig geiles Dorf werden. So ist aber eigentlich erstmal relativ gegrundreinigt. Diese einzelnen Lappen, die brauchen wir natürlich nicht. Auch erstmal noch. So, jetzt gehen wir hier rein. Das letzte Haus. Oh, noch mal eine Tasse. Ah, kann man an sich so lassen erstmal. Was auch immer das ist, was zu essen irgendwie. So. Haben wir auf jeden Fall schon mal sehr gut aufgeräumt hier. Hier ist aber noch Schrott. Den wollte ich auch mal als Briefkasten sozusagen für die Stadt. Ja,
Ja, ich sehe da keine Veränderung da oben. Ach, waren wir hier schon drin? Nein, hier waren wir noch nicht drin. Kann man echt nicht, muss ich die anderen noch schrotten. Ah. Den Safe lasse ich immer so stehen. Auch das hier lasse ich so stehen. Sieht ganz gut aus. Alles nicht benutzen. Das sieht eigentlich echt gut aus, ja. So, so weit, so gut. So weit, so gut. Zur Nacht durchgrabe gleich wieder. So, wir haben auch noch Zeit. Das heißt, wo wir jetzt soweit alles vorbereitet haben, ich mal überlegen, dass wir halt auch mal irgendwo einen richtigen Garten anlegen. Noch nicht vor. Wo denn nur, ne? Richtig guten Platz braucht man doch dafür. Vielleicht doch hier so. Der ist, der, an sich ist der Garten gar nicht mehr schlecht. Ja, aber noch einen zweiten hier so. Das wäre auch eine Möglichkeit. Gut. So, dann brauchen wir aber auf jeden Fall mal gucken, wie wir das mit der Wasserpumpe und so machen. Hier öffnen. Einmal gucken. Möbel, Dekoration, Schutz, Energie. Energiegeneratoren. Dafür braucht man Wissenschaft. Ein Generator groß. Was ist das? Generator Windrad. Ist auch cool. Wenn wir hier so eine Art Windradhaus bauen. Ja, ja. Zahnrad Aluminium ist auch gar nicht teuer. Produziert 3. Der produziert nämlich 10. Und der 5. Deswegen. Deswegen. Aber ich meine, da kann man mehrere natürlich von bauen. Na, mal gucken, was. Und wir brauchen aber Wasser auch, oder wie? Schutzressourcen. Wasser.
Ich nehme mich gerne mit 5% 40 Wasser. Wasseraufbereitung. Da brauchen wir auch Wissenschaft für. Und der produziert 10 Wasser. Nee, jetzt komme ich hier nicht raus. Die Tür nicht offen sind. Kupfer. Das könnte man natürlich gleich verbinden mit dem Energiehaus hier, ne, das ich da vorhatte, mal zu bauen dann. Das sagen wir mal hier so hin tue. Sirene. Waffenbank, Waffenbank. Verschiedene. Power, ja. Wackelpoppenständer. Was ist eigentlich hier die Tür? Die Tür war da. Das heißt, ich baue als erstes mal jetzt hier ein Grundgerüsthaus. Oder wohl, eigentlich könnten wir auch einfach hier so ein Haus bauen, ein kleines. Oder nur ein kleines Haus sein. Die Energie erstmal. Strukturen Holz. Und Holzboden. So, kann man auch nicht mehr ranlappen. Natürlich traurig. Machen wir es mal anders. Machen wir es mal hier hin. Kann ich das da ranlappen? Und Wände.
Okay, dann müssen wir den doch nochmal abmachen wieder. Schauen wir mal kurz hier hin. Gucken wir doch nochmal Wände. Wie das Ding jetzt nicht doch daran genappt kriege. Bevor ich dann das hier so reinleiten kann. Das ist das erste Haus, ne? Also Struktur Holzwand. Holzwand. So. Treppe. Das ist ganz schön hoch, die Treppe. Das ist nicht so hoch und das ist so niedrig. Stehe ich hier. Ganze Häuser. Schon Holzböden. Ja, hier gibt es noch sowas. Ja, hätte man natürlich vorher machen können. Den aber sagen, ich möchte den hier hin. Oh, wir sind aber auch schon wieder am Ende angekommen. Um mir noch einmal das hier hinzuräumen. Das war doch da eben gerade zappi-zapp dran. So würde ich den ja gerne hinhaben. Hallo? Zapp den da ran. Ne, so ist doch doof. So ist doof. Ja, so wäre gut. So ist schön.
So ist schon mal sehr schön. Jetzt zappen wir den da noch wieder dahin. Und den hier zappen wir wieder daran. Nämlich hier so hochgehen. Nicht so ganz ausgeklügelte Technik hier. Nein. Aber jetzt bräuchte ich ja sowas wie... Ich kann auch Böden wieder ran machen. Ja, so ist doch schön. Ja, ist ein bisschen schief und krumm, aber so ist das halt beim ersten Haus. So. Ist auf jeden Fall schon mal ganz nett so. Und dann sage ich, falls euch das Video gefallen hat, lasst doch einen Daumen oben da. Wenn nicht, dann nicht. Und dann sehen wir uns dann beim nächsten Mal. Tschüss.